Colossus. Nun, wir sind immer noch auf der Suche nach White. Alles sagen sie im Shooting Room oder Shooting Range. Da soll er sich verkriechen. Gehen wir noch mal gucken. Da muss er doch sein irgendwo. Aber wo? Wir machen jetzt nicht noch mal eine Schießübung. Vielleicht hier unten irgendwie. Aha, was ist hier? Kommen wir hier? Ey, also der kann von mir was erleben, wenn ich ihn erwische. Müssen wir hier mal alles in Ruhe absuchen. Irgendwo wird er sich doch verstecken, der kleine Scheißer. Aber wo? Hier unten waren wir schon mal, also gehe ich noch mal runter. Das kriegen wir nicht. Ich versuche das Ding jetzt mal aufzusprengen. Ja, also das probieren wir jetzt mal. Zack. Und in Deckung gehen und... Oh, ich glaube, da ging was auf. Aha. Tür öffnen, Level voll. Es war doch eigentlich ganz einfach. Ich war vorhin schon mal dort. Das Kerlchen ist heute Morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Ist verhungert. Dahin gerafft. Wyatt. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Wyatt. Oh, der Kleine. Ja, der ist weg. Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, Sie reden Unsinn, Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie, wir brechen auf. Kommen Sie, Wyatt. Sein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging, nannte ihn ein undankbares Gör. Und die Mutter verfiel in diesem großen, dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pillen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bring sie zu Seth. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, 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 Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an. Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums. Doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Ja. Sagen Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, dass er sie liebte. Oh, Scheiße. Was ist los mit ihm?
Hohe Dosis Psychedelika und jetzt kommt's. Damals bei den Dati Shoot haben wir ähnliche Substanzen benutzt. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Nun, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknaufset? Ja, oh nein, 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 Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt, vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper. Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich musste Sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Hey, Wyatt. Ja? Ich mag sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen. Kapiert Sie es endlich? Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzuschaffen, der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie! Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du voll Idiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. So, da hat sich ja wohl jemand ein bisschen Luft verschaffen müssen. Wurde ja auch mal Zeit, dass die Sigrun der Grace mal sagt, wo es lang geht, ne? Aber, ja gut, zurück zur Arbeit. Wir sind hier jetzt auf dem... Lauf! Wir sind hier auf dem Aufmerzer.
Ups. Warte, William. Ja, komm, lass nochmal runter. Danke. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, danke schön. So, wir sind... Was immer du tust, William. Ich folge dir. Wir sind auf dem Auswärtser von der Frau Engel. Ja, und... ich stelle mir vor, das könnte lustig werden. Jetzt gucken wir mal da rein. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Entschuldigung. Naja, das wird lustig. Jetzt tun wir erstmal eine richtige Waffe uns da. Wir haben keine Rüstung. Das Ding ist mal erledigt. Die Idioten schmeißen auch noch Granaten hier rein. So, jetzt sind wir mal hier drin. Wir brauchen unbedingt Rüstung. Sigurd, wir sind drin. Es gibt 3 Odin-Leitstände auf dem Außenmerzer. 2 davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand, die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand, die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Gefunden. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anya. So, dann haben wir ja einiges zu tun hier, ne? William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Deaktiviere die Backbordverteidigung. Okay, mach doch nicht einfach so die Türe auf. Du weißt doch gar nicht, was dahinter ist. Ich hasse es. Ach du grüne Neune. Das sind aber schon ziemlich viele, muss ich sagen. Gut, also hier drin haben wir mal ein bisschen aufgeräumt. Okay.
Es ist nicht gerade die beste Waffe, aber was soll's. Die kann man doch abmontieren, oder nicht? Ja, kann man. Die habe ich schon lieber hier. Okay. Dann gucken wir uns hier mal noch weiter um. So, Rüstung haben wir voll, Leben haben wir auch voll, wir haben unsere Lieblingsknarre. Was will man mehr? Gut, dort ging eine Tür auf, ich denke mal, wir gehen da durch. Das geht nicht auf, hätte ja sein können. Backbord, Luftschleuse zu, okay. Außer Betrieb, na super. Außer Betrieb, ey. Na gut, wir legen die jetzt mal kurz hier ab. Nimmt die hier mit. Geht nicht auf irgendwie. Nee. Okay, dann nehmen wir jetzt wieder die hier und gucken mal weiter. Verfügbar. Okay. Die Luftschleuse ist defekt. Wir kommen durch die Luftschleuse nicht raus. Warum auch immer. Was. Das heißt, wir können unsere Waffe nicht mitnehmen. Oder vielleicht doch. Können wir sie mitnehmen? Nee. So, und dann gehen wir mal da hoch.
Einmal, zweimal. Dreimal. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Alles einsammeln, munitionstechnisch. Hier kommen wir her. Ja, hier kommen wir her. Also, dann muss... Gehen wir das jetzt mal systematisch durch hier. Okay, das war das. Jetzt gehen wir mal hier runter. Okay. Jetzt sind wir hier wieder. Was ist das hier? Außer Betrieb. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Aha. Da machen wir gar nicht lang rum hier. Den Kommandant habe ich schon gesehen. Ein Ticker. Ach du kackst dich zu, ey. Ach du grüne Neune. Naja, okay, das war jetzt nicht ganz optimal, wie wir das gemacht haben. Wo sind wir denn jetzt? Wo hat er denn uns jetzt hingeschickt? Hä? Oh? Wo sind wir denn hier jetzt? Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ich weiß Bescheid. Ja, nein, da gehen wir nicht. Wir gehen in die Richtung. Naja. Da runter. Dann gehen wir da hoch. So.
mal. Zweimal. Dreimal. Gut, hier brauchen wir jetzt nicht mal alles durchgehen. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal für heute Feierabend. Und wie es hier weitergeht, das schauen wir uns das nächste Mal an. Ich bedanke mich mal bei euch für eure Geduld und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.